Herr Brenner, wo fahren wir denn jetzt hin? Heidemann, wir fahren zu einer großen deutschen Bank und unterhalten uns über ein besonderes Innovationsprojekt Design Thinking. Was hat das mit sich auf sich? Design Thinking ist eine Innovationsmethode, die am Engineering Department der Stanford Universität entwickelt wurde und basiert auf drei Pfeilern. Nummer eins, Endkundenorientierung. Die Mitkollegen aus Stanford sagen immer wieder, Innovation ist vom Menschen für Menschen. Design Thinking zwingt einen, auf offensichtliche und verborgene Bedürfnisse von anderen Menschen loszugehen. Okay, Nummer zwei, Prototypenbau. Keine abstrakten Modelle, konkrete Prototypen. Und drittens, jeder Prototyp muss am Endkunden oder der Endkundin getestet werden. Bei Dingen, die man in die Hand nehmen kann, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Da muss was designt werden. Aber was hat das mit der Bank zu tun? Denken Sie an zwei Entwicklungen, mit denen wir uns im IT-Umfeld auseinanderzusetzen haben. Nummer eins, Consumerization der IT. Es ist doch so, dass unser Bild von der IT durch das geprägt ist, auch von vielen Mitarbeitern im Unternehmen, was wir im privaten Bereich konkret in der App-Welt, konkret in der Apple-Welt sehen. Mhm. Und wir vergleichen das. Und was nicht diesen Maßstäben genügt, verwenden wir nicht. Da gibt es andere Apps, andere Anwendungen. Und Nummer zwei, immer mehr Informationssysteme in Unternehmen werden rausgegeben zu der Endkundin, zum Endkunden. Das heißt, der Endkunde, die Endkundin entscheidet zum Teil über die App, ob er sich mit diesem Unternehmen auf ein Geschäft einlässt oder nicht. Dann sollte den CIO gleich am besten mal fragen, wie oft er an den Endkunden denkt. Herr Lehmann, ich glaube, das ist eine ganz gute Einstiegsfrage. Es gibt auch einschlägige Forschung schon vom MIT, Konkurrenz zu Stanford, die konkret losgehen auf CIOs. Wie viel Zeit verbringst du mit dem Endkunden, Endkundin? Und was empfehlen die? Ich glaube, 30, was die empfehlen, weiß ich nicht genau, das habe ich nicht so parat, aber ich würde sagen, 30% ist eine gute Zahl. Dann hat man einen großen Teil seiner Zeit dem Endkunden oder Endkundin gewidmet und ist dort auch à jour und kann dort mitreden. Habe ich das richtig verstanden? 30% soll ein CIO über den Endkunden denken? Er soll sich mit Fragen des Endkunden und der Endkundin auseinandersetzen. 30%, ja. Das ist Ihre Wette. Wie wird das jetzt bei unserem CIO sein? Liegt der da drüber oder da drunter? Ich glaube, der wird nicht schlecht liegen. Viele Menschen haben das heute begriffen, die sehr ausbeginnen, das zu begreifen. Und dann kommen sie auf uns zu und machen diese Design Thinking Projekte als ein Ausfluss dieser Entwicklung. Sie brauchen ja da Methoden. Man kann nicht die Bedürfnisse von Endkundinnen und Endkunden zufällig herausfinden. Da braucht es System und Design Thinking liefert so eine Systematik. Ich bin gespannt. Danke.